Heute im Unboxing das MSI X570 Pro Carbon Wi-Fi. Das ist die genaue Bezeichnung. Das wollen wir uns mal anschauen. Das ist aus der Reparatur wieder zurückgekommen bei MSI. Hallo und herzlich willkommen auf meiner Welt. Hier ist wieder euer Darky. Und heute aus der Werkstatt. Schön, dass ihr eingeschickt habt. Freut mich. Ja, das, wie gesagt, das Ding ist zu MSI eingeschickt. Das war ein Totalausfall und ist repariert worden. Und mein Freund hat mich gebeten, der ja auch zeitlich immer sehr begrenzt ist, selber Techniker, das doch mal für ihn einzuschicken. Und bevor ich es ihm zurückschicke, weil es mein bester Freund ist natürlich auch, teste ich das vorher noch, ne? Weil wäre jetzt ein bisschen doof. Ich möchte mit euch ein bisschen die Anschlüsse anschauen, was so drauf ist, was das Ding so kann und was man anschließen kann. So ein bisschen Spezifikation, vielleicht vertue ich mich da auch, bei MSI ist das immer schwierig rauszufinden. Die Infos sind da immer schwächlich, auch in der Bedienungsanleitung, da müssen sie nochmal irgendwann nachbessern. Und außerdem haben die immer diese JP-Bezeichnung, was ich dann immer nicht verstehe, warum das so gemacht wird, aber das ist MSI. Ich will jetzt auch nicht schimpfen. Die Boards sind gut. Ja, und dann lassen wir es einmal Probe laufen und schauen ganz kurz im BIOS. Das ist BIOS von MSI, ist immer sehr umfangreich. Wenn man da einen Plan von hat, dann sollte man da lieber nicht drin rumspielen, weil da kann man echt wesentlich viel machen. Und zu diesem kleinen Unboxing, kurzen Test, ob es läuft, würde ich euch gerne mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock. Ist mal ein anderes Unboxing, weil es ist aber Benchboard. So, jetzt ausgequatscht. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock und ja, ab zum MSI X570 Pro Gaming Wi-Fi Unboxing Check. Viel Spaß beim Video. So, wir kommen jetzt erstmal so ein wenig zu den Heckanschlüssen. Und zwar haben wir hier am Start, wir fangen mal hinten an. Das ist eine 8-Channel 7.1 Audio Boost. Chipsatz konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen, ist auch irgendwo nicht nachzulesen. So, wir fangen jetzt mal hier an. Hier muss ich wirklich eine Lupe nehmen. Das ist RS Out. Hier steht drauf CS Out, Links Out, Line In, Mikro In und der sogenannte optische Ausgang, auch SPDF genannt. Des Weiteren sind hier 3 USB oder 5 USB 3.2 verbaut. Laut Spezifikation MSI. Die 3, die beiden auch. Und das ist ein Typ-C-Anschluss. Als Chipsatz für den 10.000 Mbit-LAN. Als Chipsatz ist hier ein i211AT-Gigabyte-LAN verbaut. Des Weiteren befinden sich auf dem Board natürlich hier, kommt man hier noch zwei Wi-Fi-Antennen, sind normalerweise im Lieferumfang drin. Es ist Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1. Na, dann haben wir hier natürlich noch die beiden USB 2.0 und den HDMI-Anschluss. Wir werden es nämlich natürlich testen. Und, ja, wie gesagt, die beiden. Und natürlich Maustastatur per PS2, was man da so gerne anschließen will. Dann drehen wir jetzt mal um. Bevor wir starten, drehen wir das Ganze jetzt mal um. Wir haben das Frontpanel, das nennt sich hier immer JFP1 für Reset, den Pieper. Na, wenn er hochfährt, macht er ja Piep meistens, der ist dann hier angeschlossen. Für also Reset, LED, HDD, also die ganzen Frontpanel-Anschlüsse, die man von seinem Gehäuse dort anschließt, damit das Ding auch startet. Dann ist hier hinter, das ist jetzt hoffentlich, wenn ich so hoch halte, besser zu sehen. Hier haben wir den sogenannten JR
Rainbow, ich weiß, 5 Volt RGB. Hat man bei diesem Board natürlich gemacht. Dann haben wir hier USB 2.0. Nochmal USB 2.0. Das ist ein Sensoranschluss. JPT1 konnte ich leider nicht rausfinden. Na, das ist auch nochmal so ein Sensoranschluss hier. Dann haben wir hier System Fan nochmal. Also 2, 3 Fans-Anschlüsse. Und das Sicherheitsmodul, das TPM, was man jetzt für Windows, na, Windows 11 braucht. Muss eingeschaltet sein. Rainbow 2, RGB 5 Volt und natürlich den Audioanschluss, wie gehabt. Dann haben wir hier noch nicht zu vergessen, zweimal SRD-Anschluss zusätzlich zu den anderen, die da gleich kommen werden. Das ist so, das im Groben. PCI 16-fach, X4, X1. So steht es geschrieben. Der soll 16-fach zweimal sein. Ich tippe eher auf 8-mal. Aber wie gesagt, die MSI-Spezifikationen sind immer schwer zu beschreiben, weil da steht nicht so viel drin, wie man eigentlich sollte. Wir haben Lüfter drauf. Und unter diesen beiden befinden sich die M.2-Anschlüsse. Also hier vorne der Hauptanschluss. Generation 4, M.2. Das heißt PCI Express 4. Das gleiche dann auch. Und wir fahren weiter fort. Im Frontbereich haben wir erstmal zweimal USB 3.05 für den Frontanschluss. Ich demonstriere das hier nochmal so ein bisschen. Da und da. Vier SRD-Anschlüsse haben wir mit 6 Stück. Kann man sich nicht beschweren. 24-Pin-Anschluss vom Netzteil. SIF-1, Fanpumpe. So kommen wir insgesamt, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, auf 5 Fan-Anschlüsse. Schon heftig. Das kommen wir gleich hin. Das ist ein Corsair-Anschluss für Corsair RGB oder so, Lüfter, die da so rauchen. Weil ich glaube, das könnte passen. So stand es in der Bedienungsanleitung. Viermal Speicher können wir verbauen, bis 4400 im OC. Wenn die CPU das macht, die macht es nicht, weil da ist jetzt eine 3.2er zum Testen drauf verbaut. Ryzen. Kühlung. Sieht hier nochmal ganz, wie gesagt, da ist der Chipsatzkühler nochmal drauf. Die Spannungsversorger sehen eigentlich auch recht gut gekühlt hier unter aus, aber da gucken wir gleich nochmal drauf. Wir drehen. Na, wir sind ja bald durch. So. Dann haben wir hier. Ich ziehe den mal ab, damit man es besser sehen kann. Den Systemfan, CPU. Den optischen, optionalen habe ich jetzt hier nicht gefunden. Den muss man dann sich dann irgendwie weiter. Dafür haben wir hier den Pumpen und den SIS-Anschluss. 12 Volt RGB ist nochmal gegeben. Wozu das nochmal sein soll, muss ich echt streiken. Wie gesagt, diese Anleitung ist schlecht. Aber ich gucke da gleich noch mal in der Bedienungsanleitung nach. Vielleicht finde ich da doch noch mal was drüber. Und das war der sogenannte Corsair. Steht auch richtig wirklich in der Anleitung. Könnt ihr euch kaputt lachen? Ist so. Da sollen wohl irgendwelche JP Corsair Standard drin. So, die hauen wir wieder drauf. Dann haben wir die Spannungsversorger, sind auch gut gekühlt. Das Ganze ist hier noch mal. So, das Ganze ist hier nochmal beleuchtet. Das soll beleuchtet sein, das werden wir ja gleich sehen. Von der Kühlung her ist das okay, finde ich. Das ist nicht beleuchtet. Sonst ein schönes Board ist. Und der hat also den standardmäßigen Anschluss. Ich ziehe den mal ab. Aber hier haben wir 8 Pin, das ist ganz völlig normal. Wer jetzt mehr Power drauf haben will, muss auf 12 gehen. EATAX-Anschluss. Früher P1 und P2 genannt. Gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. Da ist ein Zentralstecker drauf, das ist also recht gut. Ausstattung vom Board kann man sich nicht beschweren. Also, der ist in der Bedienungsanleitung nicht spezifiziert, warum auch immer.
Aber wir haben noch ein paar Dinge, die wir wohl nicht unterschlagen möchten. Und die möchte ich euch natürlich noch zeigen. Deswegen werde ich das Ganze jetzt hier nochmal drehen. So, was nämlich ganz wichtig ist, ihr habt ein BIOS-Problem. Startet nicht mehr, was weiß ich. Weise ich jetzt immer darauf hin, ist das gewisse etwas, was man, wo man das CMOS überbrücken kann, und damit kann man dann das Board resetten, das heißt das BIOS resetten. Das fährt dann wieder auf die Standardeinstellung. Das Ganze kann man hier überbrücken. Hier sind zwei Pins und entweder fieser weiß, jetzt kein Saft drauf. Wer es kann, hält den Schraubenzieher kurz drauf, fängt den Startknopf an, ist leer. Oder man nimmt sich fachlich einen Jumper dazu. Das sind so zwei, das ist so ein bisschen Plastikstück, was man da drauf machen kann. Dann hatten wir hier diesen hier, das ist eine LED-In-Anzeige, wieso auch immer das benötigt wird, stand auch nichts drin. Ja, und dann sind wir so im Groben hier mit den Anschlüssen ringsrum durch, ne? Optisch so auf Carbon ein bisschen getrimmt. Gut, aber das bringt uns nicht weiter. Wir werden das Ding jetzt mal starten, und der geht natürlich, weil kein Betriebssystem drauf ist, ab ins BIOS gleich. Na? Aber dann machen wir mal einen kleinen Blick aufs BIOS, dass er dann auch startet, und dann kann das Ding eingepackt werden, ausgeliefert werden. Tschüss. Abflug, wie mein Kumpel immer sagt. Gut, das machen wir jetzt. Der spannende Moment, wir drücken den Knopf. Ich sollte natürlich Saft drauf geben, sonst wäre das nichts. Der Lüfter, den finde ich extrem laut, muss ich ehrlich sagen. Es wird nicht piepen diesmal, weil kein Pieper dran ist. Hier hinten sind nochmal, muss er durchschalten. Na komm schon. Das ist hier unten nochmal RGB beleuchtet. So, zweite Kontrollleuchte hier hinten. So, jetzt soll ich F1 drücken, weil Run BIOS Setup, ne? Device change CPU Memory. Also, das müssen wir jetzt machen. Und das mache ich jetzt auch mal. Und dazu nehme ich jetzt erstmal hier meinen Stuhl mit, damit ihr auch sehen könnt, was euch dann so erwartet, wenn ihr zum Beispiel ein Board neu installiert mit einer neuen CPU drauf. Vielleicht mal ganz für den einen anders interessant. So, ich drücke jetzt auf meiner netten Tastatur F1. Dauert ein bisschen. Hier kriegen wir jetzt gleich prinzipiell angezeigt, was wir jetzt machen können. F6, das kann man da, also, das ist aber für euch jetzt wirklich für Laien oder nicht so technikversierten uninteressant. Das Ding läuft jetzt auf 3,6. Na? Jetzt könnten wir AX und P, damit geben wir den Speicher die volle Brandweite. LAN-Optionen, Favorite. Wie gesagt, MSI-BIOS sind immer sehr umfangreich. Na? Hier oben können wir jetzt auf Deutsch umstellen. Wo ich dann, das macht dann mein Kumpel selber, dann hier kann man noch, so, irgendwo muss auch die Uhrzeit eingestellt werden. Memory, Store, hier ist nichts angeschlossen. Läuft derzeitig auf CPU auf 22 Grad. Motherboard, also das Mainboard. Hier steht noch Motherboard, 21 Grad. Hier haben wir natürlich ganz viele Einstellungen, Hardware, Monitor und, und. Board läuft, Freund ist glücklich. Und auf im Advanced-Modus kann man jetzt hier Motherboard-Setting einstellen, Systemstatus, Port 1, DMA und bla bla bla. Hier geht also echt einiges. Erweitert. Einrichtung, Reaktivierung, MVME, Selbsttest. MSI ist da richtig heftig bei Bootoptionen. Die könnte man jetzt alle abstellen.
Security Boot. Ja. Und. Da ist jetzt schon mal Supported Security Device Support enabled. Das ist das TPM-Modul. Das muss eingeschaltet sein, wenn ihr später, na? Windows 11. Das ist es so im Groben. Ja, ich werde jetzt hier auch nicht speichern. Aus dem einfachen Grunde, das soll mein Computer gefälligst selber machen. Soll sich da seine Einstellungen vornehmen und deswegen sage ich jetzt nein. Ne? HD Audio deaktiviert, deaktiviert, SMP-Profil. Möchte ich jetzt aber alles nicht. Wir gehen noch mal kurz hier auf die Beleuchtung ein. Hier unter ist es beleuchtet. Ja, hier sieht man auch noch mal die Status-LED-Anzeigen. Finde ich immer ganz wichtig hier hinter. Da. Es wird abgefragt, ob alles da ist. Wollte ich euch noch gezeigt haben. Auf manchen Boards sind da dann auch Zahlen drauf und. Zum oberen Punkt. Hier ist das Ganze nochmal beleuchtet. Ja, jetzt geht es, glaube ich, gerade an. Ist schlecht zu sehen. Gut, das war es soweit. Dann kommen wir jetzt gleich zu meiner Endbewertung. So, sind wir zurück. Board gibt es so um die 180 bis, je nach Anbieter, bis 220 Euro, was ich im Netz gefunden habe. Also es ist noch verfügbar. Es hat 6 ADSR-Anschlüsse, das sind die Vorteile. Und es hat, was mich besonders immer freut bei solchen Boards, in dieser Preiskategorie, dass man hier zwei USB 3.0 anschließen kann. Sei denn, man hat Frontanschluss und hat noch irgendein anderes Gerät, was da noch dran ist. Zweimal USB 2.0 und hinten ist genug 3.2 drauf und ein Typ-C-Anschluss. Den Lüfter finde ich ein bisschen laut. Den kann man bestimmt irgendwo runterdrehen. Bei Gigabyte geht's. Ich weiß nicht, wie das beim MSI ist, weil verbaue ich für mich persönlich nicht so oft. Also schon, aber ist etwas seltener. Bei den MSIs. Hat wir Speicheranschlüsse bis 4400 OC. Gute Kühlung. Da gibt es nichts dran zu maulen dran an dem Board. Wie gesagt, man muss sich an das BIOS gewöhnen. Das ist halt eben extravagant. Kein schlechtes Board. Preis-Leistung stimmt hier auf jeden Fall auch. Es hat eine gute Ausstattung. Da gibt es nichts dran zu maulen. Vielleicht wäre mir dann lieber statt des Wi-Fis oder des PS2-Anschlusses doch den ein und dann lieber des PS2-Anschlusses. Aber für die Zocker, die wirklich nur mit Maus zocken, sagen ja immer, das ist immer besser. Wäre mir so ein, zwei USB-Anschlüsse doch hinten in der Front lieber. Aber zum Zocken ausreichend, wenn man seine PS4 da anschließt. Und vorteilhaft, ich sehe, hier hat man endlich mal dran gedacht, RGB, nicht USB, RGB, 5 Volt zwei Stück zu verbauen. Gerade für die Freunde der RGB und auch ein 12 Volt. Also hier bleibt jetzt eigentlich kein Wunsch bei offen. Und diesen Corsair-Anschluss, da habe ich nochmal nachgeguckt, das ist für die RGB bei Corsair. Da passen irgendwie diese drei Pinnen drauf, locker, die kann man da nämlich anschließen. Finde ich von Vorteil. Können sich vielleicht der ein und andere Hersteller doch noch mal einen Arm von abschneiden, würde ich sagen. Gesamtkonzept des Boards wirklich gut. Zwei M.2-Anschlüsse, ausreichend SHDA, was will man mehr? Na? Und ich habe auch schon mit meinem Freund gesprochen, der freut sich schon drauf, der wird sich da irgendwo ein fettes Maschinchen bauen von. Als Haupt-PC. Ja, das war's soweit. Ich packe euch das Ding mal in die Videobeschreibung für mir. Natürlich auch eine Kaufempfehlung. Da gibt es nichts dran zu meckern. Board ist gut. Ich packe euch das Ganze natürlich in die Videobeschreibung. Wie gesagt, und einen Rechner will ich nicht davon bauen. Es ist ein Board meines Freundes. Der freut sich drauf. Der wird sich aber direkt erbauen. Aber es gibt noch genug Maschinen zu sehen. Wie gesagt, ab in die Videobeschreibung. Wem es interessiert, wäre schön, wenn ihr diesen Link nutzt. Und ich kann mich an dieser Stelle nur von euch verabschieden. An die Abonnenten bitte die Glocke nicht vergessen. Und wem es gefallen hat, lasst doch bitte ein Abo da. Das kann man gut gebrauchen als kleiner Kanal. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Nächste Video ist am Start, wie gesagt. Und an die Glocke. Und bis dahin verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Check hier auf dem Kanal. Macht's gut und bleibt gesund.